Ich will lesen, was da steht. I'm a subject. Keep loud, close and don't twist. Yay! Yeah. Ba-da-ba-ba. Müssen natürlich immer alles angucken. Blutsagrimin, da können wir ja nirgends sein. Hi, oh, das ist keine Tür. Oh, ich sitze schon wieder da wie so ein Krüppel. Elevator. Schrei mich halt an, oder? Ah, okay. Vorgeplänke ist rum. Sehr schön. Dennis kommt nicht ins Internet. Immer diese Ausreden. So. Was? Wo? Runter? Ich dachte nach... Wir werden sterben. Wir werden sterben. When the bean counters told me not to buy a salt mine to do all this science, the first thing they said was, no, there's too much space. You can't suspend something over nothing and pray that a test could happen in thin air. Well, doch voll geil. Some use of the old calculator between the ears and a generous helping of the you're fired stamp. I came up with a final solution to that. If you can't anchor something in thin air, why bother trying to make it in the air in the first place? Oh, okay, geh! Geh, da war geh! Ich will... Oh. Introducing the Aperture Science Innovators Suspended Testing Sphere. Each sphere is suspended in the air, anchored to the walls by concrete and steel lattice rebar. They seem like they float in the air, but in fact, they don't. Plus, we can keep building above them, onward and upward. This salt mine here can take at least 10 of these bad boys per shaft. 9 shafts, 90 tests. We can test whatever we want to and beat that other company into the ground. Those guys kiss my ass. Anyway, the bean counters cried like babies when they saw the cost of these things, but they wet their pants when they threw them out the door. I pay the bills, I make the decisions around here, and I hire and fire as I please. Now, guy, Erinnerungen. Won't be ready for a few more months. You'll be Erinnerungen. One of our smaller tests, the Aperture Science Innovators Short-Term Relaxation Vault. Voll geil! Das war... Das war... Das, glaub, das letzte Level im letzten Spiel. Oh, warum geht das so lang? Können wir das nicht schneller laufen lassen? Hallo? Mann! Anlauf! Was zwischen die Zähne. Toll. When you get to the offices, I'll tell you a bit more. This test should be real easy for you, though. Just get inside one of the Aperture Science Innovator's short-term relaxation vaults and lie in a bed. You'll feel yourself fall asleep quickly. Don't worry, though. Our science boys will get you out shortly. You'll only be out for a few minutes. An hour, at most, if something goes wrong. Don't worry. We've got everything under control. You'll be making science, and you won't have to do a thing. Who's the winner here? You are. Mr. Ben! Hi, grüß dich! Hi! Hallo, Leute! Ben, es stellt sich nicht auf Deutsch um. Blam, blam, blam. Kisten! Ich hätte gerne einen Love Cube. Kann mir jemanden? Da kommt Freude auf. Ja! Wie geht's dir, Liebes? Mir geht's. Sehr gut. Ich bin jetzt mal gespannt. Ich würde es gern auf Deutsch umstellen, aber es geht irgendwie nicht, leider. Guck jetzt nochmal kurz nach. Options, Audio und hier steht ja Deutsch. Audiosprache. Machen wir mal kurz so. Dann machen wir es doch ganz kurz so. Pass auf, wir speichern das Ganze und ich neuer Speicherplatz und dann tue ich das einmal ganz kurz neu laden. K
Das heißt, wenn ich das jetzt mache, dann funktioniert das trotzdem nicht. Das ist ja ganz neu, das Portal Stories. Das macht keinen Sinn. Das ist ärgerlich. Ich finde das echt ärgerlich. Na gut, dann halt nicht. Mal, ist es jetzt nicht so ein schlimmes Englisch, aber es wäre schön, wenn zumindest ein Untertitel dabei wäre. Weil manches verstehe ich ja dann halt auch nicht. So, as I said on the last pre-recorded message, you'll be heading into an Aperture Science Innovator's short-term relaxation vault for a quick deep sleep. And then you're done. That's why we brought you here at night. You're most likely a walking zombie. That'll give us the best results. But just remember, don't sleep too long. This isn't a bed and breakfast. And if you decide to stay tonight, I'm charging you rent for the next year. We'll have a bed ready for you. Just follow the testing area signs and go to bed. Don't mind the turrets. They're firing blanks. At least that's what Crazy Harry told me. Ich will einsteigen. Boys disappear. Hmm. Woher kommt mir die Umgebung so bekannt vor? Kann ich schwimmen? Ach so, stimmt ja. Testing Waters. Stimmt ja, wir können ja nicht schwimmen. Hoppla. So, as I said on the last pre-recorded message, you'll be heading into an Aperture Science Innovator's short-term relaxation vault for a quick deep sleep. And then you're done. That's why we brought you here at night. You're most likely a walking zombie. That'll give us the best results. But just remember, don't sleep too long. This isn't a bed and breakfast. And if you decide to stay tonight, I'm charging you rent for the next year. Yeah. We'll have a bed ready for you. Just follow the testing area signs and go to bed. Don't mind the turrets. They're firing blanks. At least that's what Crazy Harry told me. At six signs, boys disappear. Wo sind die Turrets? Ich will Turrets haben. Weihnachten ist zwar schon rum, aber Turrets singen schön. Beep, 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 beep. Okay. Eins oder zwei? Eins oder zwei? Schreibt mir in den Chat. Eins oder zwei? Wir können auch geradeaus. Sehe ich gerade. Testing Subject Waiting Area. Oh, wer ist das denn? Cave Johnson. Ist das unser... Der, wo gerade redet? Nee. Der hieß doch Ansas, dachte ich. Eins? Wir gehen in die Eins. Chat! Chat, ihr müsst mit mir reden. Redet mit mir, Chat. Chat. Hier in der Zeit eine Cola? Ich will eine Cola. Keiner gibt mir eine Cola. Eins, der Chat redet nicht mit mir. Okay, dann nimm mal halt die Eins. Ah! Piep, piep. Boah, das wenige Tasten. Ah, da 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 da. Das stimmt aber Edgans. Ein spannender Boss. Was kann ich jetzt hier machen? Nix. Toll. Da, ich bin ein Reh. Wir haben mal geschaut, das Spiel gibt es nur ein deutsches Interface, aber keine deutsche Spielübersetzung bzw. Sound. Ah, okay, Dankeschön, Ben. Einfach beste Community. Ne, ihr seid sowieso geilste Community. Was haben wir denn hier? Oh, Testing! Bubbles! Geh, 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 geh! Gib mir Gel, gib mir Gel. Ich will Gel. Knöpfe drücken, schnell! Ah! Mann, hier geht ja nichts. Jetzt gehen wir mal nach oben. Best New Science Company. In der Year 19... Wow. Alter, ich wusste gar nicht, dass es schon so lang gibt. Okay, was haben wir hier? Imagine all the people. Knöpfe! Ich warte drauf, bis wir irgendwann wirklich eine Cola rauskriegen. Kann ich diesmal was wenigstens was mitnehmen? Ach, ich habe meine Portal Gun noch nicht, deswegen kann ich noch nichts machen.
Da kommen wir nicht rein. Mann! Tassen! Was haben wir hier? Hardly working. Was? I like work, I just hate my boss. Ah, okay. Das sollte ich vielleicht mal meinen Chef schicken. Night Space gemacht. Living life in peace. Imagine there's no countries. Was haben wir hier? Was steht da? Eh. 1945? What the fuck, Alter? Und die Zeit läuft in Echtzeit ab. Das ist creepy. Da können wir natürlich wieder nicht hin. Können wir hier runter wenigstens? Sehr schön. Gehen wir in die Waiting Area. Okay. Don't worry, those toys won't kill you. The safety on their guns is on. Had some lab boys shut them down. Crazy area lights, mate. Turrets! Ah ne, doch noch eine Turrets. Kann ich die ausmachen? Ramsasam. If you're hearing this message, you're at the sleeping chamber. Blutsack. Carolyn, is the test ready? Yes, sir, Mr. Johnson. Then you're good to go. Step into the chamber and get into the bed. Our lab boys will take care of the rest. I'm taking a snap, a sleepy. Oh, meine Arme. Okay, kuschel mich ein. Beep, beep, boop, boop, beep. Jetzt werden wir weggeschossen, so boom! Good night! Oh, süß. Mit. Okay, mit Gas, dass wir wegpennen. Okay. Interessantes Scheiße. Ist ja nice.